Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Heute mal ein bisschen verschnupft. Meine Tochter hat mir netterweise eine kleine Infektion mitgebracht. Kinder geben einem ja bekanntermaßen so viel zurück, unter anderem jede Menge Liebe, hin und wieder leeres Bonbonpapier und auch gerne mal eine Erkältung. Ja, auf alle Fälle ist das eigentlich nicht das, weswegen ich heute hier bei euch bin, sondern ich möchte euch hier das Megakonstruktset FXG07 vorstellen, die Beach Invasion. Ja, und zwar handelt es sich dabei um ein Set aus der Call of Duty Serie und ihr seht es hier vorne, das ist das Landungsboot vom D-Day, wo sie mit im Omaha Beach gelandet sind unter anderem. Es hat, muss ich gerade eben gucken, 386 Teile, kostet in den USA $39,99. Ja, dann kommen noch mal einmal Versand und einfach Umsatzsteuer mit drauf, das sind noch mal gute 20 Euro, sodass man das für $60 so ungefähr dann bei euch hinterher vor der Tür hat. Im Dollarkurs müsst ihr dann jeweils schauen. Man kann es auch direkt bei Amazon Deutschland bestellen. Und der liegt es zurzeit bei 99,99 €. Muss jeder für sich entscheiden. Dann ist es ein bisschen schneller da. Hier wartet man halt ein paar Tage. Muss hier aber einen großen Teich. Ja, wollen wir uns mal anschauen, was uns hier die Kanadier wieder Schönes zusammengestellt haben. Und zwar schauen wir uns das aus der Nähe an. Ja, selbst für $39,99 ist das jetzt hier nicht wirklich günstig bei 386 Teilen. Aber es sind halt auch 4 von den Mini-Action-Figuren mit dabei. Und die sind alleine schon immer relativ kostspielig bei Megakonstrux. Heißt übrigens jetzt Megakonstrux seit 2017, ist Megablocks für die, ich sag mal in Anführungszeichen, Duplo-Variante von denen vorbehalten. Und Megakonstrux sind jetzt die Steine für die großen Jungs. Also quasi für uns. Naja, ich will jetzt aber auch keinem böse nachreden, der gerne mit Duplo-Steinen spielt. Macht ja auch Spaß. Zurück zu diesem Set. Ja, wir haben hier einen ganzen Schwung Zubehör dabei mit historisch korrekten Waffen, wie die das hier so schön sagen. Mit Koppeltragestellen und allem. Ja, und dann halt hier diese auf den ersten Blick recht ansprechende Variante des Landungsboots. Ich bin mal gespannt, wie es sich bauen lässt. Es sieht hier auf der Verpackung sehr gut aus. Ja, dann hier auf den Seiten haben wir halt noch ein bisschen was gestaltet. Um nichts Wildes. Hier sieht man halt die 4 Männchen, die dabei sind. Ja, und hier unten drunter haben wir wieder die rechtlichen Sachen hier wie grüner Punkt, CE-Zeichen und dass das Ganze für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet ist. Ja, und was haben sie hier noch? Ah ja, schwimmen tut's nicht. Ja, hätte ich jetzt auch nicht wirklich mit gerechnet. Dann wollen wir mal schauen, was drin ist. Mal gucken. Ja, hier oben gibt es eine Sollbruchstelle, mit der man das Ganze aufkriegen kann. Das sagen die. Und es funktioniert. Ich bin begeistert. Ja, einmal hier die Bauanleitung. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Comic-Heft. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tüten mit Bausteinen. Und in der Tüte hier sind die Männchen drin. Ich bin gespannt, wie sie aussehen. Außerdem sind hier noch so Überraschungstütchen drin. Ich bin gespannt, was da drin ist. Schauen wir uns das Ganze doch jetzt mal hier ganz aus der Nähe an. Ja, hier die Bauanleitung ist so ein bisschen im Comic-Heft-Format. Allerdings nicht klammergebunden, sondern geklebt. Was ich persönlich ja nicht so gerne mag, weil da beim Falten dann öfter mal das Problem entsteht, dass man da so nochmal hinterher muss, was man ja bei Klammerbindung nicht hat. Ja, dann haben wir hier ein wildes Geschenk wohl mit dabei, was man an seinen Stift dran machen kann. Was auch immer das sein mag, wir schauen uns das gleich mal an. Bauanleitung hat insgesamt 31 Seiten. Hier sehen wir unsere 4 strammen G.I. Joes. Ja, das ganze Zubehör, was dabei ist. Auflistung der Teile. Und so sieht es dann hinterher aus, wenn es fertig ist. Die Bauanleitungen von Megakonstrux / bisher ja Megablocks sind eigentlich immer sehr gut verständlich. Die haben das ja hier mit der Farbkodierung. Das heißt, man sieht immer, was fertig ist und dann sieht man halt hier, wo die Teile, die man jetzt neu verbaut, genau hinkommen. Mit dem Gelb oder auch hier Blau oder Rot, wenn es mehrere sind, dass man genau sieht, welcher Stud wohin muss. Da lässt sich eigentlich ganz gut nachbauen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert sehr gut. Ja, dann wollen wir mal hier unsere Tütchen auspacken und ich bin mal gespannt, was es hier mit der Sache auf sich hat. Ja,
Da hatte ich mal wieder so einen typischen Tatendrang-Präkox hier. Die sind nämlich Baustep sortiert, die Tüten. Ich habe die jetzt aber hier alle schon ganz stramm auf meine Tellerchen verteilt. Nur noch Tüte 3 war über, als ich festgestellt habe, dass ich es verbockt habe. Ja, ihr seht's hier, sind schön die Nummern drauf. Na egal, ich werde das wohl trotzdem hinkriegen, weil ich meine 386 Teile ist ja überschaubar. Ich traue mir das durchaus zu. Ja, dann haben wir hier das, was hier in dieser orangen Tüte drin war. Und zwar ist das ein Trommelwirbel, ein Schlaufenbaustein. Wozu der auch immer gut sein mag, learn more. Unter Megakonstrux. Ja, wenn einer von euch auch nur ansatzweise eine Ahnung hat, was man mit dem Ding machen kann, lasst es mich wissen. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. So ist das. Ja. Okay. Also ein Teiletrenner wäre mir lieber gewesen. So, dann haben wir hier unsere Soldaten. Und die werden wir jetzt mal zuerst zusammensetzen und uns dann anschauen, ja, ob das wirklich so stramme Army-Men sind, wie sie auf den Verpackungen hier rüberkommen. So, da haben wir hier unsere Soldaten zusammengebaut und leider muss ich hier gleich mal feststellen, ich habe wohl ein Montagsset erwischt. Weil ich habe den Soldat hier zweimal, dafür fehlt mir dieser hier zur Gänze. Ja, also klar, ich habe 4 Stück. Aber ich habe ja einmal ein Zwillingspärchen und dann die beiden hier. Ja, und dann bei dem ist hier dummerweise noch, man sieht es beim linken Arm, linken Oberarm, da ist die Farbe anders. Ja, da haben sie einen falschen Arm dran gemacht. Also hier habe ich mal mit Schwung ins Klo gegriffen, würde ich mal meinen. Ja, muss ich mal schauen, ob man da bei Megakonstrux das irgendwie angeben kann, dass die einem dann eventuell die richtigen Männchen zuschicken. Mal schauen, was passiert. Ja, ansonsten haben wir hier diesmal Männchen, bei denen sind die Augen gemalt. Ja, es gibt ja zwei verschiedene Kopfformen bzw. Augenarten bei den Megafiguren hier. Und zwar gibt es einmal, da ist quasi ein Loch drinnen, ne? Dadurch wirken die Augen. Oder halt wie hier, dass es aufgemalt ist. Ja, ansonsten sind die Figuren wieder schön detailliert, sehen gut aus. Das Einzige, was mir aufgefallen ist jetzt hier beim Zusammenbauen, sie machen nicht einen ganz so festen, stabilen Eindruck wie die anderen von den Figuren, die ich bis jetzt so hatte. Also die Beine, die fallen hier leichter, die sind aus so einem weicheren Material, die fallen ein bisschen leichter ab. Vielleicht ist das jetzt hier ein Einzelfall, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dem Kunststoff, aus dem die jetzt gemacht sind, geschuldet. Ich kann es euch nicht genau sagen, es ist mir halt nur aufgefallen. Ja, ansonsten haben wir hier noch zwei Rucksäcke mit dabei und die Standplates zu denen. Ja, als Waffen sieht man ja, was wir dabei haben. Ja. Ganz nett. Ja, aber das wirklich Interessante bauen wir ja jetzt hier. Da geht es dann nämlich los mit dem Landungsboot. Apropos Landungsboot. Ja, es ist ja immer so eine Sache mit diesem ganzen Kriegsspielgedönse und sowas alles. Ja. Man sollte nie aus dem Auge verlieren dabei, dass das wirklich eigentlich aus dem echten, wirklichen, echten Krieg ist das Ganze, was wir hier haben. Also es ist nicht nur Spiel und Spaß und Freude. Ich habe eben schon an besagtem Strand hier gestanden, am Omaha Beach, und es war beeindruckend. Also es ist ein wunderschönes Stück Strand, friedlich, groß, breit, wunderschön. Wenn man da steht, kann man sich einfach nicht vorstellen, was sich da für Tragödien abgespielt haben. Und wenn man sich dann einfach mal hier die Anfangsminuten von Soldat James Ryan anguckt, die wohl, ich denke mal, die eindrucksvollste Darstellung eben dieser Kriegshandlungen ist. Das kann man wirklich nur ganz schwer in Einklang bringen. Ist schon bewegend. Also es lässt einen ein bisschen nachdenken und dann Besuch von dem Hotel, von dem Museum da, ist auf alle Fälle auch eine Reise wert, das Ganze. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, und aber jetzt hier back to topic. Jetzt wollen wir das hier mal bauen. So, soweit sind wir jetzt hier beim ersten Bauschritt gekommen und bis jetzt sieht es nicht nach viel aus. Die Steine sind Megakonstrukts gewohnt oder vorher Megablocks gewohnt gut. Die Klemmkraft ist in Ordnung. Das hier sind jetzt die Tüten 2 und 3, die für diesen Bauabschnitt benötigt werden. Ja, und ich habe die jetzt mal darüber identifiziert, dass da diese Steine hier drin sind und die hatte ich ja noch in der Tüte drin. Ja, damit bauen wir dann hier den zweiten Teil, weil das wäre ja momentan ein bisschen sehr kurzes Landungsboot. Von dem Landungsboot hier, oder wird das die Klappe? Ich bin gespannt. Lassen wir uns mal überraschen. Hihi, also bei dem Set hier, da hat Mega wirklich so ein
bisschen rumgedödelt. Ja, also wenn man hier guckt, wie die Fliese, die übrigens nicht in den beiden Tüten drin war, sondern in der Tüte, ja, wenn man, wie man die anbringen soll, das ist erst hier mit dem 07 zu der Seite und wenn man es dann hinterher einbaut, ist das mit der 07 auf einmal zu der Seite. Ja, ist eine Kleinigkeit, aber macht ja Spaß, denen das unter die Nase zu reiben, nicht wahr? Tja, wer auch immer hier die Bauanleitung Korrektur gelesen hat, also ein bisschen mehr Sorgfalt wäre ganz schön gewesen. Hier haben wir Bauschritt 11. Da haben wir schon hier drei Reihensteine übereinander, die aber nirgendwo gebaut werden. Und im Bauschritt 12 wird es dann gebaut. Naja, ich meine, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es häuft sich ein bisschen. Wundert mich eigentlich. Normalerweise sind die Bauanleitungen von denen recht zuverlässig. Bis jetzt hatte ich erst einen einzigen Fehler da drin. So, jetzt haben wir hier die Verkleidung für die Heckpartie. Ja, und die wird jetzt hier auf die Snotsteine drauf gemacht und Baurichtungsumkehr. Ich bin ein bisschen irritiert, weil da nur vier Noppen sind. Klar, es hält. Ich habe es gerade eben schon mal ausprobiert, aber es geht halt auch relativ fix wieder ab. Normalerweise sind die Jungs bei Mega Constructs da nicht so sparsam mit diesen Steinen, um da halt mehr Halt reinzubringen. Deswegen wundert mich, dass das jetzt bei diesem Set so ist. Meist haben die wirklich reichlich Noppen, die dann Halt geben. Hier haben sie ein bisschen gespart. Das ist ja fast wie bei dem Enterprise Shuttle, was ich neulich von Creo gebaut hatte. Da hatten sie ja auch so ein bisschen sparsam die eingesetzt, nur was dann auch zu Lasten des Halts gegangen ist. Das ist ein bisschen schade. Ja, hier habe ich einen Stein, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob es den bei Lego so gibt. Und zwar haben wir auf der einen Seite C-Clamp, aber dann hier nicht mit Aufnahme für die Noppen, sondern mit einer Noppe selber. Ja, und auch der Möglichkeit, das halt auf den Pin zu stecken. Finde ich ganz interessant. Gibt einem noch wieder neue Baumöglichkeiten. Wie zum Beispiel hier, da wird da die Schiffsschraube mit befestigt. So, jetzt haben wir hier den zweiten Bauabschnitt auch geschafft. Jetzt haben wir schon mal die Länge, die das Ganze hinterher kriegt. Sieht zwar noch nach nichts aus, aber man kann es ungefähr langsam abschätzen. So, und dann haben wir jetzt hier Tüten 4 und 5. Ja, und das hier hat mich ja auch schon wieder ein bisschen zweifeln lassen. Das ist das, was von den Tüten 3 und 4 übrig ist. Und das hier wäre Tüte 4 gewesen. Ich glaube nicht, dass das einfach so über ist. Das wird dann wohl irgendwie in einer falschen Tüte gewesen sein. Was ja nicht weiter schlimm ist, weil es ja in der Tüte ist, die schon verbaut worden ist. Schlimmer wäre es umgekehrt. Aber trotzdem, wenn sie hier schon nummerierte Tüten machen, wäre es doch nett gewesen, wenn die passen würden. Also das ganze Set macht irgendwie den Eindruck eines ein bisschen zu schnell zusammengestrickten, das muss jetzt mal schnell auf den Markt setzen. Keine Ahnung, ob das so ist. Naja, wollen wir mal schauen, ob es ab jetzt störfrei läuft. Ja, hier dachte ich doch jetzt gerade, allen Ernstes, hier würde ein Teil fehlen. Und zwar hier, dieser ja, Slope Modified oder wie man das nennen mag, der hier hinkommt, der war in den Tüten, die wir jetzt hier haben, nicht mit dabei. Ich habe hier gesucht und gesucht und dann habe ich hinterher festgestellt, dass hier noch so eine kleine Ersatzteiltüte bei war. Und in der sind diese fehlenden Steine drin. Es sieht so ein bisschen aus, als hätten die das Ganze schon fertig gepackt gehabt und dann festgestellt, oh, wir haben hier was vergessen, was verdammelt und die noch schnell mit beigepackt. So, in so einem Extra-Tütchen hier in diesem Zubehörbeutel. Weil sonst würde das Ganze keinen Sinn machen. Da hätte man sie definitiv besser hier reinpacken können. Ja, wie schon gesagt, es macht alles so ein bisschen den Eindruck, als wenn das so, husch, husch, wir müssen das für die Saison noch fertig kriegen, seht mal zu. Momentan ist es so, wenn man es in Amerika bestellen möchte bei Amazon, ist es auch erstmal die nächsten 15 Tage nicht lieferbar. Also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier das Video drehe, ab 15. Januar ist es wieder lieferbar. Ja, wahrscheinlich wird das gerade nachproduziert und ich hoffe dann mal stör- und fehlerfreier. So, jetzt haben wir hier die Seitenbordwände beide fertig, ja, und sehen gut aus. Ja, die Zeichnung hier auf den Stahlplatten an den Seiten ist zwar leider nicht ganz so schön und ausgeprägt, wie das hier auf der Verpackung versprochen wird, aber nichtsdestotrotz sieht es gut aus. Zum Thema Aufkleber gibt es bei diesem Set nichts zu sagen, weil es keine Aufkleber gibt. Alles Drucke, wie wir das von Megaconstructs-Megablocks ja gewohnt sind. Danke dafür nochmal an dieser Stelle. Ja, hier auf der Innenseite der Außenwände haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Da haben wir einmal hier einen Rettungsring. Ja, bei so einem Landungsboot total wichtig, dass keiner absäuft, bevor er erschossen wird. Ja, und hier haben wir die Seilwinde, die dann hinterher vorne die Ladebordwand runterlässt, so dass die Jungs dann an den Strand können. So, die Seitenwände werden jetzt hier
durch die Snot-Noppen hier befestigt und das hält wirklich erstaunlich fest und gut. Ja, zumal die dann hier mit diesen, ja, ich sag mal, Abstützwinkeln noch mal ein bisschen extra Festigkeit und Haltbarkeit kriegen. Das ist wirklich wiedererwartend und erstaunlich stabil, das Ganze. So, jetzt haben wir die Tüten 4 und 5 auch fertig und haben hier vorne die Ladebordwand fertig. Ja, kann man jetzt hier schön hoch und runter machen. Ja, auch schön mit Kugelschlitz nach vorne. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist die Verkleidung im vorderen Bereich. Die hätten sie noch ein bisschen schöner machen können. Also das Set ist wirklich dafür da. Und es ist ein Display-Set, machen wir uns nichts vor. Das ist dafür da, um es hier mit runtergelassener Klappe irgendwo hinzustellen. Weil mit hochgezogener Klappe sieht es nicht annähernd so gut aus. Schade eigentlich. Ja, und jetzt sind wir hier bei Tüte 6 und da bauen wir jetzt aus diesen Teilen hier eine wirklich ansehbare MG. Ja, hier kommen zwei MG-Stellungen hinten auf das Landungsboot drauf, um halt hier quasi den Weg freizuräumen. Und wirklich gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ja, also da haben die Jungs sich richtig Mühe gegeben und ein bisschen Hirnschmalz reingesteckt. Ja, das hätten sie auch genauso gut mit dem Fertigteil lösen können, aber nee. Das bauen sie hier wirklich sehr gut aus Einzelteilen zusammen. Finde ich super. So, da ist es fertig, das FXG-07, das Landungsboot vom Megakonstrux aus der Call of Duty-Serie. Naja, der eigentliche Setname ist Beach Invasion. Ja, hört sich ganz toll an. Ja, es ist fertig. Es hat eigentlich nichts gefehlt. Das ist, was übrig geblieben ist. Bemerkenswert finde ich hier diese eine große Fliese. Die kann man immer mal brauchen. Die beiden Teile, wo ich gedacht hatte, die jetzt fehlen würden, die haben sich ja in einem extra Beutelchen angefunden. Das heißt, die werden wahrscheinlich vor Auslieferung noch bemerkt haben, dass da was fehlt. Hut ab für die Qualitätssicherung. Ein paar kleine, lachhafte Fehler in der Bauanleitung. Soweit alles gut. Das Einzige, was wirklich doof gelaufen ist, ist, dass ich hier Zwillinge habe und mir dadurch diese Figur hier fehlt. Ja, die FXG07C. Ja, und das ist schade, weil der sich nochmal ein bisschen von den Jungs hier unterscheidet. Ja, der hat einen Handschuh an und hat noch eine andere Waffe dabei. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass keine Thompson dabei ist. Naja gut, man kann nicht alles haben. Ansonsten sind die Figuren wirklich schön gemacht. Ne? Also, jetzt versucht die Gesichtserkennung davon, das Männchen einzufangen. So. Sind sie wirklich schön gemacht. Die Waffen sind schön detailliert und detailgetreu. Gefallen mir wirklich gut. Wie schon gesagt, die Beine sind nicht ganz so haltbar, wie ich das bei anderen Figuren von denen hatte. Aber gut, daran soll es jetzt nicht scheitern. Zumal das hier wirklich weniger ein Spielset als ein Displayset ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hier das Landungsboot an sich, finde ich, ist sehr gelungen. Von der Optik sowohl als auch von den Bautechniken her. Es hat Spaß gemacht, ist schon ein kleiner Happen mit seinen 386 Teilen für zwischendurch. Ja, und wenn man mal ein schönes Diorama bauen will, hier D-Day-Diorama, ja, das kann man natürlich mit diesen hier sehr gut machen. Da stellt man ein paar davon hin, baut sich eine schöne Wasserlandschaft, läuft. Also wirklich sehr gut gemacht. Gut, die Nummern, die müsste man dann vielleicht irgendwie noch ändern. Sonst ein bisschen merkwürdig, wenn alle fortlaufend mit der gleichen Nummer am Strand angeschwemmt werden. Sehr schön finde ich auch hier die Geschützstellung, die sie hinten drauf gemacht haben. Also sind wirklich viele kleine Detaillösungen, die mir gut gefallen. Einzig hier hinten, dass sie da so wenig Konternoppen gemacht haben, um das Ganze dran zu halten. Aber es hält. Also abfallen tut es nicht. Ich hätte mir aber gewünscht, dass sie da ein paar mehr Noppen genutzt hätten, um das ein bisschen stabiler hinzukriegen. Die Seitenwände sind sehr stabil. Also da passiert nichts. Das hält. Ja, dann hier dieser ominöse Schlaufenstein, der hier mit bei ist. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Scheint so zu sein, dass Megakonstrukt jetzt so Goodies beilegt bei seinen Sets. Da gibt es verschiedene Steine. Das hier ist einer davon. Da gibt es auch noch mit einer Spiralfeder dran und allen möglichen anderen Gedönse. Das ist einfach, um da nochmal ein bisschen Kreativität zu fördern. Oder so. Was wirklich geil ist, was ich dann auf der Internetseite von denen gesehen habe, die haben einen super, super geil stylischen Teiletrenner. Ich blende den jetzt mal gerade ein. Den will ich haben. Also ich muss mal gucken, in welchem Set der drin ist. Muss ich mir unbedingt besorgen. Der fehlt mir definitiv in meiner Sammlung. Ja, zurück zum eigentlichen Set. Also 386 Teile, $39,99, bis es dann in Deutschland ist, sind $60. Ist okay. Ist kein Schnapper.
Man muss schon irgendwo was überhaben hier für diese ganze Call of Duty-Geschichte. Ich finde es schade, dass das nicht in Deutschland so direkt regulär angeboten wird, weil dann wäre das irgendwo für 39,99 € in den Ladenregalen. Dafür wäre das Set völlig in Ordnung. Dafür würden die Leute das, denke ich, auch kaufen. Schreibt es mal unten rein. Wie seht ihr das? Wäre das was, wo ihr sagt, ja, cool, Call of Duty, auch gerne hier WK2-Szenario für den Preis, ich sag mal 39,99 € im Laden hier direkt um die Ecke, das wär's, oder bei Amazon auch für den Preis, anstatt für 99,99 €, völlig bescheuerter Preis, aber gut. Für Sammler, ich meine, wir sind ja alle ein bisschen bekloppt. Wir tun uns ja hier alle wahnsinnig Finanzaufwand an, hier mit diesem ganzen Rotz. Da zahlt man dann auch schon mal in Momenten geistiger Umnachtung solche Preise. Ja? Sonst würden auch diese Traumpreise für ausgelaufene Lego-Sets nicht zustande kommen. Ja, schreibt es mir mal unten rein. Wie findet ihr das? Wäre das was für euch? Und ansonsten war es das dann auch für heute. Ne, ich bin hiermit jetzt soweit durch. Ich drehe euch das nochmal hier so ein bisschen in eine Runde, damit ihr es von allen Seiten bewundern könnt. Ja, und ansonsten, ja, oh, da ist er umgefallen. Übrigens hier schöne Standplatten, die jeweils dabei sind. Ja, alle in ganz feiner französischen Atlantikküste-Sandstrandzeichnung. Ja, sehr schick. Ja, dann ziehen wir das hier mal wieder zu. Und dann zeige ich euch nochmal, wie es von allen Seiten aussieht. Und dann habt ihr Ruhe vor mir. So. Hier haben wir einen Führerstand. Ja, dann hier die beiden Geschützstellungen. Unten drunter sieht das Ganze so aus. Ja. Und von hinten so. Ja. Das war's dann. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich, drückt auch gerne auf die Bimmel, dann kriegt ihr mal mit, wenn ich was Neues hochlade. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Bis bald. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Ja, hier auf der Verpackung sind ja noch so ein paar Action-Shots zu den Figuren und hier noch ein paar Sets, die es auch noch gibt aus der Serie, wobei ich zum Beispiel hier diese Ansammlung mit den ganzen Figuren nirgendwo gefunden habe im Internet. FXG06, das Internet kennt dieses Set leider nicht. Ja, nochmal zurück zu den Action-Shots, die haben sie hinten auch nochmal in groß in der Bauanleitung. Ja, und da bin ich ein bisschen irritiert, weil unsere GIs haben hier Fleckentarn-Uniformen an. Ich weiß nicht, in welchem Paralleluniversum die amerikanischen Soldaten mit dänischem Fleckentarn an den Strand gegangen sind. Wer da was zu weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, ciao, schönen Tag noch. Tschüss. Auf der Verpackung erwartet hätte. Aber es ist okay. Es sieht schön aus. Übrigens, zum Thema hier Aufschriften und so.